Hallo zusammen. Heute möchte ich Ihnen eine Tasche zeigen, eine sehr interessante, die aus dem britischen Militär stammt und mit der MTP-Tarnung versehen ist. Ja, was kann die? Eigentlich ist es eine Schutzmaskentasche, das Ganze. Und die gibt es eigentlich recht günstig in solchen Armeeshops zu kaufen, häufig. Ja. Die können wirklich für was ganz anderes verwendet werden, auch sind sie häufig noch absolut neu. Ich habe mir so eine gekauft und möchte auch die hier gerne auch zeigen. Und zwar kann man die hier auch erweitern, wenn man den Reißverschluss so aufmacht, hat man schon viel mehr Volumen in der Tasche. Dann, wie man sieht, es hat hier Knopfverschlüsse, damit kann man natürlich einstellen, wenn man noch was Größeres drin hat und eben diese Klettflächen da noch, um zusätzlich einen Halt zu geben. Mit dazu sind hier noch diese zwei Taschen mit dem Mullesystem. Die kann man hier hinten, kann man natürlich auch was anderes hinmachen noch, ganz andere Taschen. Und die sind recht fest weitenverstellbar. Also da kann man ganz kleine Sachen reinmachen. Wie hier habe ich irgendwie Notizzeugs und Rettungsdecke und sowas drin. Und man kann auch ganz anderes. Und hier ist ein bisschen die Obergrenze, wie man sieht. Es hält gerade noch so. Und zwar ist das hier eine Trinkflasche, eine 0,5 Liter. Die Tasche hat hier noch so einen Gürtel und der ist sehr angenehm. Und dann kann man ganz einfach wegklippen oder natürlich auch in der Weite verstellen und hier wegmachen. Da hat man eine Tragetasche für um die Schulter. Und damit man die Sachen immer griffbereit hat. Die kann man, wie gesagt, wegnehmen und hier hat es dann wieder das Mullesystem. Da kann man das also auch auf ein Gegenstück bei einem größeren Rucksack zum Beispiel durchaus als kleinen Tagesrucksacktasche, sowas ähnliches, dazu machen. Also dazu gestalten dann. Das ist die Möglichkeit, die es hier bietet und ich bin da sehr froh drum. Wie gesagt, das hat sehr viele Einsatzmöglichkeiten und war ursprünglich eben scheinbar eine Gasmaskentasche. Dann hat es hier drin noch Seitentaschen und hier ist eine, da passt auch eine Flasche rein. Ich habe jetzt hier ein Messer mal drin, einfach so als Beispiel. Und hier auf der anderen Seite hat es auch noch eine. Die geht ein bisschen nur bis etwa hier hin. Und da kann man durchaus auch Sachen reinpacken. Außerdem ist sie, also sie geht nur bis hierhin. Bis hierhin ist sie ein paar Zentimeter und dann wird sie unterteilt in zwei Fächer. Also da kann man durchaus auch noch längere Sachen reinpacken. Was das richtig Tolle daran ist, das ist recht gut gepolstert eigentlich und somit absolut auch denkbar für eine Spiegelreflexkamera. Da es wirklich gut gepolstert ist, warum denn nicht? Und das ist mein Tipp hier für so eine feldtaugliche, robuste Tasche, bei der man noch eben was zu trinken oder ganz andere Sachen noch mitführen kann, könnte man hier wirklich gut eine Spiegelreflextasche daraus machen und auch Notizmaterial und alles Mögliche noch dazu nehmen. Auch kann man hier eben kleine Täschchen dazu machen, anderer Art. Beispielsweise auch um kleinere Objektive, hier das 300 mm Objektiv und die hat also mehr als genug Platz hier drin, kann man auch noch anderes anbringen, kleine Objektive in kleineren Taschen oder kleine andere Kompaktkameras, Fernglas, sowas, das geht da alles auch gut noch zusätzlich ran. Also da hat man sehr viele Möglichkeiten, ich finde die Tasche richtig gut und ja, vielleicht wäre die was für euch. Vielleicht habt ihr die auch schon mal irgendwo gesehen. Und ja, der Preis war wirklich nicht hoch. Also ich habe die immer schon recht günstig gesehen. Und gibt es auch ähnliche Ausführungen noch in anderen Tarnungen von der britischen Armee. Wie gesagt, hier langer Gürtel. Und ja, es hat hier auch noch einen kleinen Gürtel dazu, einen dünneren. Hier, damit man sie sich auch noch um den Bauch schnallen kann. Zusätzlich natürlich dann, wenn man sie um die Schulter tragen will. Ja, das ist mein Tipp hier. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Tipp geben. Und habt Spaß draußen.